meine Lieben, wie ihr sehen könnt, jemanden dabei. Du kannst dich gerne bei meinen Followern vorstellen. Was soll ich sagen? Du kannst. Hallo. Dabei. Ja, magst du dich vorstellen? Also, mein Name ist Tanja. Und zwar probiere ich als Afrikanerin asiatische Süßigkeiten. Oh mein Gott, ich bin schon so gespannt. Die liebe Tanja hat ein paar Süßigkeiten geholt, die ich probieren werde, nicht wahr? Tanja, dann hier ist ihre Tüte, falls ihr das so rascheln hört. Sie wird da ein paar Sachen rausholen und wir essen das beide. Und ich sag ihr dann halt einfach, ob es schmeckt oder ob ich gleich kotze oder so. Holen wir mal was raus hier. Aus der Wundertüte. Okay. Warum okay, Tong Hop. Zeigt euch das mal. Ach so, sie probieren Sachen sogar, die sie nicht kennt. Ja, ich kenne das einfach. Extra ausprobiert. Gut, Leute, das ist, also es ist, sieht aus wie Schokolade. Ne? Reismehlschnitten. Kann das schmecken, Leute? Kann das schmecken? So, wir werden abwechselnd jeder was davon knabbern. Okay, das sieht aus wie zerbröckeltes Brot, was man wieder zusammengetan hat. Aussehen tut es jetzt nicht so dolle, aber man weiß nie. Man soll ja nicht verurteilen. Es ist hart wie Stein. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Zahn daran fresse. Oh, aber es riecht. Es riecht lecker, aber irgendwie riecht es wie. Oh, das riecht gut. Ja, ne? Aber es erinnert mich so an so Babynahrung. Aber das Pulver, was man früher im Wasser aufgelöst hat. Vielleicht ist es richtig. Gönn dir. Komm, wir essen gleichzeitig, okay? Das ist ein Keks, aber... Das ist ein bisschen... Das ist so... Die Konsistenz gefällt mir nicht. Es ist, als würdest du Erde fressen. Mit Sand. So, wie viele Punkte würdest du dem geben von 5 Punkten? 3. Ich gebe dem... Weil es neutral ist, es schmeckt nicht eklig, aber es... Ja? Nicht wahr. Also, nee, 3 könnte ich nicht geben. Mm-mm. Also diese Süßigkeit, die Reismehlschnitte, kriegt von mir 2 Punkte von 5. Tanja ist ein bisschen liebenswürdiger und gibt ein bisschen mehr Punkte. Auf unserer kleinen Wundertüte. Ich habe ein Getränk habe ich rausgesucht. Aloe Vera King. Und das ist Geschmack Mango. Trink aus Flasche. Das ist nicht Mango. Doch. Hast du keinen Geschmack? Ich habe gerade ehrlich gegessen. Eine Verwirrung? Das Zeug hat, das davor hat ihre Geschmacksknospen zerstört. Deswegen schmeckt sie kein Mango. Das Zeug schmeckt krass nach Mango. Und schmeckt gut. Gut, wa? Und es hat so eine kleine Stücke drin. Also hier, 5 Punkte. 5 Punkte locker. Was gibst du dem? 4. Das schmeckt nicht nach Mango. Alter, sie hat irgendeine Verwirrung. Das Zeug schmeckt krass nach Mango. Das an, Leute. Das ist so, so glibber, genau. Du nimmst den ersten Bissen. Falls du umfällst, bin ich weg. Das Zeug riecht nach Popcorn. Es ist halt glitschig so. Vielleicht ist das Reis, ich weiß nicht. Los. Danke, warte. Einen guten Bissen musst du nehmen. Einen guten. So hart, das kommt nicht mal auseinander. Und was ist das da drin? Das ist doch nicht. Und? Oh, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das nehmen essen soll. Und schmeckt's aber? Sie kann nicht mehr sprechen. Okay. Okay. Tüte? Ja. Boah, Leute, das
Das Zeug war abartig, oder? Ja. Es war viel zu, es hat so eine Konsistenz wie ein Gummibärchen, aber doch nicht. Man konnte gar nicht kauen. Ja, man, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, oder? Da, ne. Und da geschmeckt, also es hat auch nach Popcorn so ein bisschen geschmeckt, oder? Also es so riecht und schmeckt, aber, also jetzt schmeckt nach, Geschmack war nach Popcorn. Aber, nee, Mann, nein, danke. Nein. Er kriegt nicht mal einen Punkt, sorry. Null Punkte. Das war einfach nur eklig. Einfach nur eklig. Nein, danke. So, nächste. Next. Ja, wa? Aber wer weiß, die anderen Sachen. Ich habe Peanut Crisps. Crispy, Mitzi, also was mit Erdnüssen und Erdnüsse. Ich liebe Erdnüsse. Ja. Wollen wir mal kosten. Aber ich glaube, die werden schmecken. Also da habe ich schon so ein gutes Gefühl. Alles mit Peanut schmeckt. Ach, mach nichts. Ja, total nach Peanut. Oh, geil. Mmh. Ach, voll geil. Ja, die schmeckt. Kennst du Mr. Tom Tom? Mhm. Danach schmeckt es. Ja, ne? Es schmeckt eiskalt wie Mr. Tom Tom. Und Mr. Tom Tom ist teuer. Ja, heißt das überhaupt Tom Tom? Ja, was? Ihr wisst, dieses Zeug, was auch mit Karamell und mit den Erdnüssen zwischen. Und es schmeckt genauso. Und nur günstiger. Ja, günstiger. Man hat viel mehr davon als in diese kleine Stange von Mr. Tom Tom oder alles. An dem gebe ich 5 von 5 Punkten. Ja. Wuhu. Ich war lecker, schmecker, hat mich richtig überzeugt. Das ist schon hibbelig. Das ist nur so eine große Packung. Was ist das? Was ist denn das? Ich glaube, es ist Wackelpudding, oder? Ja, da steht Cup Jelly. Oder wie Wackelpudding, oder? Nee, nicht Pudding, sondern Wackel-Gelee. Gelee. Irgend so ein Gelee. Mit verschiedenen Geschmack. Aber ich habe voll Angst. Ja, und das ist... Was ist das? Da sind 12 Dinger drin. Ja, sie hat recht. Das riecht krass nach Litschi. Wonach riecht deins? Ah, deins ist Blaubeer. Ja, kann sein. Oh, cool. Also cool. Mal sehen, ob es auch so schmeckt, wie es riecht. Ich hoffe nicht, wie das andere Bett ist. Ja, ne? Ah. Okay. Also sie hat ihr es direkt reingezogen. Sie hat ihr es reingezogen wie nichts. Schmeckt's? Ja? Dieses Gelee hafte daran bekommt mir gar nicht. Ja, ein Puck. Aber die hat so geschmeckt. Ja, aber das... Ihr schmeckt, sie gibt dem Ding einen Punkt. Ja. Mir hat es nicht geschmeckt. Ich fand es eklig, deswegen gebe ich einen Punkt. Okay, 2 plus. Wirklich? Aber du warst voll überzeugt davon. Gib doch 4 Punkte. Weil du überzeugt bist, ist gut. Note, 4. Nicht Note, sondern Punkte. Okay, da ich nicht so streng bin, 4. Ja, weil guck mal, du hast dir das geschmeckt und ich wette darauf, sie zieht sich nachher das ganze Zeug rein im Boot. Das sind Roasted Season Flavor. Also die nutzt man für, also hier steht gerösteter, gewürzter Seetang. Seetang. Also Seetang wird ja auch benutzt für Sushi, genau. Und beim Sushi, ich könnte Sushi reinlegen. Ich liebe Sushi, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das hier schmeckt. Das ist das Zeug. Sind wirklich hauchdünne. Riecht es. Es riecht voll nach Fisch. Oh, oder? Ja, aber selber. Aber selber, sie kotzt gleich. Aber das von Sushi hat keinen Geruch. Größte Challenge aller Zeiten. Okay, ich kann mir vorstellen, das schmeckt nicht. Aber wir werden es für euch tun, nur für euch. Doch, ist gut.
Du bist ja auch Asiat. Nein. Deswegen bist du so überzeugt davon. Aber es erinnert mich krass an Sushi. Doch, ist eigentlich wirklich nicht... Ey, wow, das hat mich aber jetzt voll überrascht. Nicht. Also da es aber am Anfang noch ein bisschen fischig riecht... Aber jetzt, wenn ich es rieche... Ist weg? Ja, der Geruch ist weg gerade. Wahrscheinlich, weil wir es essen. Wie viele Punkte gibst du dem? Also, oh komm, dir schmeckt es. Komm, gib 5 Punkte. Dir scheint, du hast dir ein drittes reingezogen. Ich habe nur 2 gegessen, was? Okay, 5 Punkte. Oh, ich habe 5 Punkte gegeben. Also ich, weil es am Anfang so eklig fischig, hätte ich es eigentlich normalerweise nicht gegessen. Genau. Ja. 4 Punkte, aber weil danach schmeckt das. Ja. Ja, schmeckt wirklich gut. Das heißt, ich muss. Noch bevor... Ja, stimmt. Okay, was ist das genau? Jotabohnenschnitte. Was sind Jotabohnen? Jotabohnen. Ich habe noch nie... Also falls einer von euch weiß, was Jotabohnen ist, kommentiert es bitte. Also ja, das hat die Konsistenz wie das allererste Ding. Andere Erde. Ja? Okay. Gut, wir kosten jetzt diese Jotabohnen-Snack-Sache. Ist auch nochmal so eine Schnitte. Ja. Schmeckt wie Kuchen. Das schmeckt aber besser als das erste. Ja, ne? Schmeckt besser als das erste und schmeckt wie Kuchen, aber das Einzige, was einfach nicht geht, ist die Konsistenz. Das hat mich schon wieder nicht so wirklich überzeugt. Und dich? Mm. Nee. Ah, sie auch nicht. Also, ich gebe meine persönliche Punktzahl 2 Punkte. Ich würde auch zeigen. Ja? Und gut, wir geben 2 Punkte, weil das Zeug... Schmeckt halt nicht. Jetzt... Ich habe genommen Shrimp Flavored Cracker. Ah, das sind Cracker mit Garnelengeschmack. Wow. Stinkt, oder? Ja, riecht. Boah, das riecht, als hättest du gerade. Als ob wir gerade eine Fish Factory aufgemacht haben. Das riecht sehr extrem. Also, wenn ihr das mal irgendwo mitnehmen wollt ins Kino. Oh nein. Lieber nicht. Genau so sehen die auch aus. Zirp. Möge uns dieses Ding nicht töten. Nicht töten, ja. Bing, ding. Schmeckt gar nicht nach diesem Loch. Mhm. Ist gar nicht so schlecht. Der Geruch ist intensiver als der Geschmack. Eigentlich würde ich so 4 Punkte geben, aber... Der Geschmack, also nicht der Geschmack, ja, der Geschmack ist nicht genug intensiv, deswegen 1 Punkt runter. Und der Geruch noch 1 Punkt runter, würde ich sagen. Also, obwohl, ich gebe 3 Punkte. Und du? Ich gebe 4. Ja? Also, sie ist davon überzeugt. Sie gibt 4 Punkte für die guten alten Garnelen. Ja, besser als. Zu unserem letzten Ding: Das ist ein Getränk. Oh, es ist ein Getränk. Wird trotzdem gut. Guava-Nektar. Ach so. Oh, es ist sehr dick. Flüssig. Nicht sehr, aber schon ein bisschen. Ne? Riecht aber gut. Mm. Es riecht sehr fruchtig. Und ja, ich glaube, wir probieren es einfach mal. Mmh. Ich weiß nicht mal, was Guave ist. Es ist eine Frucht, aber ich kenne die nicht. Also ich würde sagen, was gibst du denn dem Getränk? Dem letzten. Hat es wirklich nicht so gut geschmeckt? 3. 3? Okay, ich muss dem Getränk 5 Punkte. Ja, ich gebe dem Getränk 5 Punkte. Sie ist immer noch sehr überzeugt von diesen Shrimps-Dinger. Dann eigentlich mit dem Video. Ich würde im Großen und Ganzen sagen, das waren jetzt die asiatischen Produkte, die Tanja mir vorgestellt hat und teilweise sich selbst. Ne? Du hast einiges davon selber noch nie gegessen. Ja, wie diese Steinerde. Wir haben beide was dazugelernt. Eigentlich, aber guck mal, wie viele Punkte haben wir vergeben. Also ich habe 2-mal 5 Punkte vergeben, das ist voll gut. Und 1-mal 4 und nur 2-mal war negativ. Also würde ich sagen, im Großen und Ganzen ist asiatisches oder asiatische Süßigkeiten lecker. Ja, nur diese Glibberzeug. Okay, nee, das ging überhaupt nicht. Oh mein Gott, da hätte ich einfach meine Haare nehmen können, mich aufhängen. Wenn ihr noch mehr solcher witzigen Videos oder dass wir irgendwas testen
irgendwas, was ihr möchtet, dass wir beide testen, dann machen wir das natürlich für euch. Kommentiert einfach unten eure Ideen und wir probieren das hinzukriegen, nicht wahr? Ja. Über einen Daumen hoch. Ja. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video, ne? Ja. Im nächsten oder... Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Also ihr seht sie auf jeden Fall nochmal wieder. Das ist klar. Ja. Und ansonsten, ja. Ich sag tschüss. Tschüss.